Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. Ja, wir haben gerade einen Anruf bekommen vom Anton, dass die Vorarbeiter auch was zum Feld gebracht bekommen wollen und kriegen und tralala. Das werden wir dann noch machen. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen. Und im Ausgleich dafür kriegen wir von ihm 250.000 Euro, die er im Lotto gewonnen hat. Hast du mitgekriegt, Kai? Der will uns 250.000 Euro. Nur, dass die ein bisschen was zu futtern kriegen an den Feldrand. Genau. Und weißt du was? Den auch trockene Stulle bringen. Ach, noch viel weniger. Was wir machen? Er hat ja nur gesagt, die Vorarbeiter bekommen nachmittags was zum Feld gebracht, ne? Ja. Da schicken wir die Mary vorbei, die soll das Fenster aufmachen und pullt raus. Gott zum Gruße und fährt weiter. Dann haben sie was gekriegt. Sie kann ja noch so eine Schwarzbrotstulle rübergreifen. Nee, das kostet schon Geld. Die kann ja ruhig von mir aus noch winken und brüllt raus, Gott zum Gruß und fährt weiter. Dann hat jeder Vorarbeiter was zum Feld gebracht gekriegt, oder? Das ist doch eine brillante Idee. Dann müssen wir. Guck mal die Mary an. Die muss ja eh mit unseren Duplos durch die Gegend feiern, ne? Herr Gürken, hier für Sie. Ja. Ach, die ist im Feld noch. Hier also? ein Stollenbrötchen. Das ist Frau, nett. Ich hab Frau Poppin! Noch nichts gegessen. Wo ist sie denn? Ja? Frau Poppin! Ja, Moment. Kommen Sie mal aus dem Maisfeld raus. Hier finden wir ja niemand. Wo sind Sie denn? Ja, ich war gerade beim Herrn Gürken. Ich finde gar keinen mehr hier. Wo sind wir denn? Hallo? Ja, hier, ich komme. Ach da, halt. Hier. Wo ist der Kai jetzt? Kai? Ach da. Ah, so, komm, wir gehen mal wieder raus aus dem Stall. Aber sehr privat hier im Feld. Ja. Es ist sehr, sehr struppig hier. Sehr struppig. Jetzt müssen wir wieder raus hier gehen. Ich habe da eine Bitte. Ja, bitte. Moment, gleich. So, jetzt sind wir auf der Straße. Und zwar, wir haben eben ausgemacht, beziehungsweise war Ihre Idee, dass die Mitarbeiter was zum Feld gebracht bekommen, ne? Ja. So, jetzt haben wir gedacht, beziehungsweise einer unserer Vorarbeiter, da hat eine kleine Spende für uns, nur mit einer Bedingung, dass die Vorarbeiter auch was zum Feld bekommen. Ne? So. Aber für die habe ich mal was ganz Besonderes ausgedacht. Es wäre hübsch, wenn Sie sehen, dass da entweder der Herr Fröhlich, der Herr Silie oder der Herr Anton am Feld sind. Ja. Dann machen Sie einfach die Scheibe runter, brüllen raus, Gott zum Buße und winken kurz. Dann haben Sie auch was zum Feld gebracht. Einen schönen Gruß. Oh, okay. Und dann fahren Sie einfach weiter. Ne? Ja, okay. Oder? Ja, wenn Sie das so wünschen, ja. Kai, ja. Das ist doch was zum Feld gebracht. Oder? Wir waren doch schon beim Du, Mary. Achso, ja. Genau. Ja, ja. Brauchst du uns doch nicht sitzen. Also, naja, ist meine alte Anstellung, ne? Ja, ich finde, das hat schon was, so ein bisschen mit der König und so. Das macht mal schön Spaß. Also, wissen Sie, dann hat Kai sich das falsch. Er will nur was zum Feld gebracht kriegen. Er hat nicht gesagt, was. Und Gott zum Gruß ist doch ein schöner Gruß. Ne? Bekommen, ja. Und Wunken hast du auch noch dann und dann ne? So ein bisschen Freundlichkeit ans Feld gebracht, oder? Okay, das war ich doch. Mal an. Klar. Genau. Und weil sie eh mit unseren Duplos da von Zeit zu Zeit vorbeikommt, da kannst du mal, hallo, Gott zum Gruß und dann wieder weg, ne? Ja, ist okay. Das gefällt mir richtig gut. Also die Idee mich patentieren lassen. Also ich finde das, ne? Ja, klar. Oh, super. Richt mal ein. Ich werde weiter zu den Arbeitern fahren und... Genau. Wie gesagt, der Skerrock, da kann ja mal sein, dass jemand Sprit braucht. Das wäre gut, wenn das Ding vollgetankt wäre hinten. Das ist wie ein Spritwasser, was hinten drauf liegt. Wenn jemand da Sprit braucht, können sie direkt tanken, dann können sie gerade ihr Brötchen essen und so, ne? Ja, genau. Das hört sich gut an. Ja, alles klar. Wunderbar, machen wir so. So, was machen wir jetzt? Ja, die müssen du dich weiter ansehen, oder? Ja gut. Ach, hier ist unsere neue Sämaschine. Guck mal, wer da kommt. Ja, prima, unsere neue Sämaschine. Ja, Fröhlich. Ja, Fröhlich, servus. Wer hat denn der dabei? Sämaschine hat er dabei. Prima. Ja, guten Tag. Ja, servus, das hört sich gut an. Super. Tja, da. Wunderbar. Wunsch neue Sämaschine, da ist die neue Sämaschine. Sogar gleich aufgefüllt. Habe ich mit eingehandelt. Perfekt. Das ist super. Ja, Kai. Welches Fahrzeug willst du fahren? Ich nehme die alte. Okay. Ich nehme den Grober wieder mit, ne? Ja, ja. Ihr seid ja fertig. Ich hab da mal eine Frage. Ist Geld angekommen? Ja, ja. Das hat geklappt. Wunderbar. Ja, ja. Oh, ohne Quittung, ohne Suppe. Alles gut. Perfekt. Das ist wunderbar. Ja. Übrigens, Al. Ja? Jetzt kriegt immer jetzt einen Mittagssnack, ja? Wie bitte? Mary fährt jetzt hier rum, gucken wir mal hier mit dem Skarrock da. Ja. Dann gibt's immer schön einen Mittagssnack für euch. Ihr bringt jetzt immer was ans Feld, sie hat, ne? Sie hat auch immer Sprit dabei, dann könnt ihr auch immer gleich tanken. Genau, ist eine Idee von euch. Das euer Mittag. Also die bringt immer nachmittags was zum Feld. Ne? Aber ist sie mal aufgefallen, wenn die läuft und die hat Rasierklingen mit, ne? Ja.
Ja, die hat auch hier Power in Ärmel. Oberarme, ne? Du? Ja, da kann ich manch einer von uns. Muss man auch haben, ne, bei dem Haushalt. Genau. Alter, bleib doch stehen, ich wollte. Kai, willst du schon wieder, ey? Kann sie denn mal bei mir aufräumen, zwei Tage? Die, ich glaube mal, die hat fürs erste Jahr genug, bei uns zu räumen. Ey, Mary. Nein, nix. Von mir aus gegen Abend, ja. Kein also zu Feierabend schon, schon, ja? Mary, du. Ja, ja. Hier, hallo, Elf. Unglaublich. Ja. Ja, ich heute ganz schlecht. El. Was? Das wird nix. So, jetzt springen die Karre hier wieder, wir fahren wieder. Da du ja die Neue bist, lade ich dich echt recht herzlich ein zum Beikommen bei mir. El, es. Ja, ihr auch. Das ist keine Stundeneinstellung bei uns, das ist rund um die Uhr Bewachung. Also Verpflegung für uns, ne? Sag mal, da gibt's keinen Feierabend, ne? Oder Kai? Ich hab da heute laufe des Tages so einen blöden Anruf gehabt. Ja, ja, ich auch. Du ja, auch? Ja? Ja, dein Brötchen. Oh, oh. Aber ich hab dann noch was für, ja, klar. Dankeschön. Ach so, Frau Poppy, wir müssen gleich noch, müssen noch nachher noch kurz, ganz kurz reden, wenn dann nochmal Zeit ist, ne? Ja, hat, ja. Hat die auch kühles Blondes mit? Nein. So, ihr Fröhlich, jetzt nimm mal den L hier mit, du. Ja, wir machen, müssen jetzt unbedingt ich ansehen. Gar nicht. Ja, komm, so. Ja, Frau Poppin, ich würde dich dann nachher noch anrufen, kurz noch, ne? Ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Alles klar, so. Dann nehmen wir mal los hier, ne? So. Komm, du nimmst den neuen, ich nehme den alten. Genau. Auch ruck. Ach, ich bin das Seite. Das ist so eine scharfe Sau, die alte, die neue. So, jetzt aber. Auf geht's. Ah, da schmiert er ein bisschen hin. Und dann willst du Fuß laufen. Was müssen wir heute ansehen hier? Ja, aber ja. Was, aber was? Mach du mal, warte mal, mach du mal das große Feld hier weiter, wo du gerade drauf bist, und ich mach das kleine da. Aber was sehen wir denn an hier? Mais? Okay, dann ist ja richtig. Mir wurde gesagt, ich soll immer Mais ansehen. Ja, da hab ich die richtige. Das richtige drin. Hier, die Mary hat das komplett falsch gemacht eben. Das ist doch auch ein Vorarbeiter. Das hat sie dem Brötchen gegeben. Das geht ja gar nicht. Das müssen wir unbedingt unterbinden. Gut, die konnte das nicht wissen, dass das auch ein Vorarbeiter ist, aber das ist ja im Prinzip auch ein Vorarbeiter, ne? Oder? Wirklich nicht? Natürlich ja. Ja, nu, der teilt die Arbeit ein auf dem Schweinehof. Also ist er theoretisch kein Arbeiter, sondern ist ja im Prinzip in Sachen Brötchen vorbeibringen eher ein Gott zum Gruße Typ. Würde ich jetzt sagen. Theoretisch ja. Ne? Ich will mit der Mary nochmal reden. Genau, das geht ja gar nicht. Ne, wir haben ja auch nichts zu verschenken, ne? Ne, auf gar keinen Fall. Und deshalb denke ich auch, so ein kleiner Gruß am Rande des Feldes, das langt. Können sich alle schön beim Anton bedanken. Er hat das ja auch ausgehandelt mit mir, ne? Wunderbar. Ja, er bezahlt uns ja fürstlich dafür, ne? Genau. Kann man ja auch so eine kleine Gaben auch mal geben. Ja. Für die Arbeit ist das ja, finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Also sehr gute Idee. Aber für die Vorarbeiter so ein Gott zum Gruße langt dicke. Vor allen Dingen, das kostet auch Geld. Die muss anhalten, kuppeln, ne? Bremsen. Ja, vor allen Dingen tankt sie auch eine Fahrzeuge auf, das kostet ja Geld. Genau. Das da können müssen wir dazu. Halt die Vorarbeiter Abstriche machen. Genau. Also ich bin davon überzeugt, das ist eine ganz gute Idee. Das langt noch dicke. Wir wollen sie nicht alle verwöhnen. Das muss einfach reichen. Aber jetzt wird er mal Meter hier, ne? So ein bisschen hier. Wenn zu zweit hier, das macht schon, ne? Ich weiß gar nicht, hast du jetzt du hast dieselbe Maschine wie ich, ne? Ich hab dieselbe, ja. Die zwei gleiche. Da nicht mal irgendwas Größeres geholt, war. Ich glaube, das ist das Größte, was auf dem Markt ist. Ich habe im Katalog schon größere gesehen. Ja, aber du musst gucken. Ich habe schon geschaut in der, so einer Landwirt heißt die Zeitung. Da gibt es verschiedene Sorten. Manche können nur dieses säen und manche können nur anderes, weißt du? Die sind unterschiedlich. Nee, es gibt keine Unterschiede. Eine Sämaschine ist eine Sämaschine. Nein, die eine macht Einzelkorn, weißt du? Und die andere macht, doch. Doch keine Unterschiede. Nein, nein. Das eine Korn ist größer wie zum Beispiel, unser Maiskorn zum Beispiel ist ein anderes Korn wie ein Gerstekorn. Zum Beispiel. Also, da musst du dich, glaube ich, nochmal belesen, Karl. Doch, das ist so. Also, nein.
können wir gerne mal in einer lichten Stunde irgendwo mal uns belesen. So, und nu? Hier hinter uns denn auch, oder was? Oder sind die schon? Oh, weiß ich nicht. Da auch noch? Ach, komm, wir fahren einfach drüber und dann ist weg. Mais ist Mais. Hier ist noch nicht angesät. Aspekt ist weg. Aber wir haben ja schon was geschaffen in der kurzen Zeit, wo wir schon erst hier sind, ne? Natürlich. Da siehst du mal, dann haben sie alle Ahnung, ne? Und ja, ja, ja. Und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und die einzigen, die arbeiten, die wirklich produktiv sind, das sind wir. Wir, ja. Ja. Also, sag dir das auch, du. Wir sind hier eigentlich die Chefs und wir arbeiten auch die ganze Zeit hier. Ja, wir sind noch die einzigen, die wirklich was Produktives arbeiten, ne? Also wenn du das jetzt richtig durchrechnest, ist der Fröhlich hat heute nur Geld ausgegeben. Ne? Ja, da hat er so eine komische Seemaschine gekauft. Genau. Und wer sorgt dafür, dass wieder Geld rankommt? Mir. Ne? Bei mir hält das Getreide jetzt in den Boden bringen. So. Und theoretisch müsste es ja anders sein. Die sollen ja für uns arbeiten, damit wir uns ein schönes Leben machen können. Wir sollen, schon, ja. Ja, wir sollen das Geld ausgeben, nicht sie. Also hier läuft einiges falsch, ne? Also mit dem Anton, da müssen wir nochmal, das geht ja gar nicht. Alter. Der schreit auch mal ganz schön viel rum. Gell? Also dem müssen wir nochmal sagen, wer hier eigentlich die Chefs sind, ne? Ja, ja, das geht ja gar nicht. Aber ich bin schon mal froh, dass das so gut geklappt hat mit unserer Haushälterin. Das hat mir sehr gut gefallen. Und mit den ja, vor allem kann die gut kochen, ne? Ja, also das meine Achse vorhin, die war ja richtig schön knusprig, ne? Ja, wunderbar, ja, perfekt. Ich glaube, für unsere russischen Freunde habe ich schon eine Idee. Ich habe dir doch eben von meinem Telefon erklärt, wo ich da den Anrufbeantworter, weißt du? Ja. Das müssen wir gucken, dass wir das auch unseren Haustelefon kriegen. Und wenn die dann auch einen Anruf kriegt, dann soll sie das einfach nicht rangehen und dann kommt da schönes Liedchen und dann können sich das anhören und gut ist. Okay. Oder? Weiß nicht, ich kenne mich mit Technik ja, nee, es schon geht gut aus, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ich gebe mir jetzt eher darum, damit, dass die, ja, unsere Freunde aus Nahost, sag ich mal, oder nach, aus dem Osten, nicht mehr gerade so viel anrufen. Ostblock starten, meinst du? Genau, damit, dass die nicht mehr gerade so viel anrufen bei uns. Ne? Darum geht es mir eigentlich nur. Aus Nahost? Ja, für uns ist... Für uns ist der Osten zu nah dann. Wenn du verstehst, was ich meine. Also die, ja, ja, die Herrschaften da, die sind mir dann zu nah hier. So, nu? Ich kann wieder zumachen hier. So. Zumachen? Ja, ich bin fertig. Ich. Ach nee, auf der anderen Seite ist auch noch ein Feld. Hm. Nee, da ist ja schon was angesät. Das mache ich ja gerade. Ja, da und hier ist schon, hier wächst schon was. Getreide oder sowas. Hm. Ja, dann wären wir durch hier. Oder? Ja, jo. Aber was wollte jetzt der lustige Fröhlich noch, was wir ansehen? Hm. Keine Ahnung. 4 oder 5? 4 und 5, die müssen auf jeden Fall, glaube ich, noch. Na gut, da fahr ich schon mal dahin. Müsste doch richtig sein in die Richtung, oder? Ja, mach mal 4 und 5. Ist das die richtige Richtung hier, wo ich hinfahre, ja, ne? Ja. Die Bäume stehen aber so hoch. So, jetzt rechts rum. Und so langsam kennt man sich aus hier, ne? In unserer Gegend hier. Aber ganz langsam. Ja.
Naja, du. Halt auch so ein kleines Kaff hier, ne? Ja, extrem klein. Da kennt man natürlich schnell alle Ecken, ne? Naja, sind doch sehr vereckte Ecken hier, ne? Weißt du so? Aber mich wundert aber auch, dass viele Leute hier sich auch so verirren, ne? Ja. Der vorhin hier, der gesagt hat, er ist lang gefahren, weil er irgendwo hin will und. Aber wollte der hin nach Kiel? Prag oder sowas? Nein, nach Kiel. Einer wollte nach Kiel. Der andere weiß ich gar nicht, wo der hin wollte. Der sich hier verirrt, also. Wieso bist du denn schon hier? Ich glaube, du bist am falschen Feld. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Das gehört dann auch gar nicht uns. Nein. Das hier ist alles uns. Das ist jetzt aus einem zwei geworden oder so. Nee, aus zwei ein. Ah. Okay. Fange ich mal mit der zweiten Runde an. Genau. Komm schön im Kreis rum. Wie denn hier gemacht? Das waren nochmal zwei Felder. Ja, ich glaube, das haben sie zusammengeschmissen. Die waren ja doch recht klein. Weißt du noch, wie wir hier. Ich habe die das beantragt hier beim Bauamt. Dass, nein, ich habe dann dafür nein, Ärger kriegen. Ich kann mich da erinnern. Ich glaube, ich habe dir fröhlich gesagt, mach einfach. Bestimmt beantragt werden. Ach. Das fällt doch keinem Menschen auf. Von Amts wegen ist immer noch eins. Zwei. Die Parzellen sind ja noch da. Wir haben ja nichts weggemacht. Und wir haben noch etwas Anbaufläche gewonnen. Weißt aber schon, dass wir das irgendwann alles wieder ernten müssen, was wir hier ansehen? Naja, ich hoffe mal, dass die Mitarbeiter da uns bis etwas unter die Arme greifen, oder? Siehst du doch jetzt schon. Ich könnte wetten, guck mal, es ist kurz vor 18 Uhr. Die sitzen bestimmt alle. Sag's nicht. Sag's nicht, dass die in unserem Pool sitzen. Dann raste ich aus. Ja, was meinst du denn, was die machen, wenn wir nicht da sind? Ja, sich um die Felder kümmern. Die Mäuse auf dem Tischen, du. Ja, das fehlt noch. Da müssen wir unbedingt, müssen wir da unsere neue Haushälterin drauf anspitzen. Die soll sich darum kümmern, dass da nichts passiert. Gar nichts. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, deine Maschine ist etwas kleiner wie meine, oder glaube ich das nicht? Und die ist kleiner. Meine ist kleiner, ne? Warte mal, ich fahr mal nämlich. Ein Arm ist doch so breit wie deiner ganzer, dein ganzer, oder? Passt ja. Die ist kleiner. Ja. Na gut. Gut, meine lieben Freunde. Wir haben unsere Arbeit verrichtet. Jetzt ist Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Lasst ein Abo da. Kommentar wäre nicht schlecht. Wenn ihr mit uns quatschen wollt, kommt in unseren Teamspeak. Und auf Facebook sind wir auch. Tschüss. Ciao.